Promi-Geflüster wieder mit einer brandneuen Ausgabe und mit ganz tollen, lieben Gästen. Ihr kennt sie ja schon, die waren schon mehrfach bei uns im Interview. Die Rede ist von Zeitflug, dem Trio. Zeitflug, so kennt man sie. Allerdings habe ich jetzt gerade wieder eine neue Nachricht sozusagen erhalten und ich muss jetzt feststellen, sie sind nur noch zu zweit. Was ist der Grund? Das wollen wir hier in diesem Gespräch auf alle Fälle auflösen. Vielleicht sind Sparmaßnahmen, wer weiß, keine Ahnung. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen. Zwei von Zeitflug, nämlich der Martin und der Dennis, die sind hier Hallo. An meiner Seite. Hallo, Hallo zusammen. Hallo. Ja, sind es wirklich Sparmaßnahmen oder warum habt ihr den Ruben nicht mehr an eurer Seite? Ja, Sparmaßnahmen sind es nicht. Es ist so, dass Ruben der Liebe wegen nach Frankreich ausgewandert ist. Also es war schon lange sozusagen im Gespräch, dass das irgendwann mal passieren wird. Und jetzt haben wir uns dann zusammengesetzt und haben entschieden, dass wir dann aber zu zweit weitermachen. Und Ruben ist jetzt auch schon nach Frankreich ausgewandert und auch da jetzt sehr glücklich gerade. Sehr schön. Ja, dann wünschen wir ihm an dieser Stelle alles Gute, auch von den Fans von Promigeflüster, denke ich mal. Da spreche ich in aller Namen und natürlich auch von mir, ganz klar. Aber ihr macht trotzdem weiter, Zeitflug, der Zeitflug durch eure musikalische Laufbahn sozusagen. Wo seid ihr denn momentan gelandet? Was gibt's Neues? Genau, wir haben unsere neue Single jetzt am Freitag veröffentlicht, ganz nah. Und das ist so ein bisschen Disco, aber schon eigentlich ein moderner Sound. Und ja, das Lied ist schon 2023, glaube ich, entstanden und jetzt aber erst fertiggestellt worden. Genau. Ja, also ganz nah, es klingt ganz gut. Es gibt da ein tolles, schönes Video dazu, was ihr schon produziert habt. Kann man alles genau. Auf YouTube sehen. Also, nee, macht auf alle Fälle weiter. Und ich denke mal, es werden noch viele Ideen kommen, oder? Ihr habt bestimmt einiges im Petto. Also Ideen haben wir immer ganz viele. Die Frage ist natürlich immer, wie kann man das umsetzen? Aber an Ideen mangelt uns eigentlich nicht. Also wir haben schon auch weitere Songs schon in Planung. Ne? Mhm. Und mal gucken, was da noch was so, die Zeit bringt. Was noch so kommt. Ja. Genau. Ja, und natürlich, was ja natürlich viele interessiert, wo kann man euch denn erleben? Wo seid ihr denn aktuell wieder unterwegs? Was tut sich? Also wir waren jetzt viel in Düsseldorf unterwegs, wir hatten dort Auftritte, wir sind in Köln auf dem Straßenfest. In Köln am Straßenfest, genau. Und wir sind im November in Münster zu sehen, glaube ich, in einer Karnevalsveranstaltung. Ja. Am besten einfach uns bei Social Media mal folgen und da kriegen dann immer die aktuellen Infos. Wir haben auch inzwischen eine WhatsApp-Gruppe, eine exklusive Zeitflug-WhatsApp-Gruppe, wo immer alle Termine und Neuigkeiten direkt vermeldet werden. Mhm, wunderbar. Alles findet man auf Social Media. Genau, die Social Medias, und ohne die geht es ja nicht, aber das wissen wir alle, ne, dass wir die brauchen ohne Ende. Ja, jetzt ist ja der Sommer leider Gottes vorbei, es ist Herbst geworden. Leider. War auch ein bisschen unangenehm. Wie ist der Herbst? Wie nehmt ihr den jetzt so wahr? Ist das eure Jahreszeit oder sehnt ihr euch nach dem diesjährigen Sommer zurück? Also ich muss ehrlich sagen, der diesjährige Sommer, da war jetzt ja nicht so pralle. Deshalb, also ich sehe mich da jetzt nicht unbedingt zurück. Ich sehe mich nach dem Urlaub zurück. Also der war wirklich sehr schön. Wir waren auf Mallorca 2 Wochen und da hatte man wirklich Sonne pur, keinen Regentropfen. Also es war wirklich wunderschön. Dennis hat uns da auch besucht, da haben wir unser Video dann gedreht. Genau, also wenn ihr Sommerfeeling haben wollt, guckt auf das Video an, weil das haben wir bei richtigem Sommer gedreht. Ja, also da waren über 30 Grad, als wir das Video gedreht haben. Ja. Das war echt anstrengend. Sehr schön. Also ich würde auch sagen, Bitte? Ich würde sagen, schade, dass jetzt dann der Sommer vorbei ist. Dennis, bitte du nochmal. Ich wollte nur sagen, ich bin jetzt ehrlich gesagt auch traurig, dass jetzt schon Herbst ist. Ich hätte gerne noch ein bisschen richtigen Sommer auch gehabt. Der war nicht so toll dieses Jahr. Okay. Nee, Mallorca, meint die Insel ist ja groß. Ich meine, ich denke mal, ihr werdet jetzt nicht nur am Ballermann euch aufgehalten haben, zum das Video drehen. Darf man so ein bisschen die Ecken vielleicht mal erfahren? Mehr im Süden, mehr im Norden? Wo war der denn? Wir waren im Osten der Insel. Also wir waren gar nicht am Ballermann.
in diesem Jahr. Wir waren wirklich nur im Osten, Calamior, Calador, dort die Ecke. Und dann sind wir für die finalen Aufnahmen an so einer Klippe sind wir dann noch in den Süden gefahren, in die Nähe von Santani. Okay. Genau, und da haben wir dann wirklich atemberaubende Szenen aufgenommen, wo wir da wirklich an der Klippe standen. Also war wirklich schon ein bisschen gefährlich sogar. Ja, aber wir sind noch im nächsten Monat im Oktober, sind wir auch noch mal auf Mallorca beim Closing vom Saisonclosing. Da sind wir noch mal da. Ja, da geht's dann sozusagen doch langsam in den Winterschlaf, auf Mallorca zumindest, ne? Richtig. Ja, dann natürlich, wie gesagt, die kalte Jahreszeit. Was habt ihr über den Winter so geplant? Oder seid ihr da wieder kräftig im Studio und produziert was? Genau, also es ist der Plan, dass wir jetzt ein neues Lied aufnehmen werden. Also wir haben jetzt gerade erst ein neues rausgebracht, aber wir machen jetzt noch eins. Wann das genau erscheinen wird, das steht noch in den Sternen, aber genau, es wird auf jeden Fall jetzt schon produziert. Und was dann passiert, werdet ihr früh genug erfahren. Sehr gut. Ja, wenn jetzt Ruben natürlich nicht mehr an eurer Seite ist, inwieweit fehlt er beim Trio sozusagen oder im Duo jetzt? Welchen Part hatte er so im Trio bei euch? Also, wir haben das letztens auch schon selber gesagt, man merkt das auf der Bühne schon, ne? Also, es ist schon so, dass es auf der Bühne fehlt es schon, weil natürlich drei Sänger, man kann sich viel mehr zu dritt aufteilen als zu zweit, ne? Es ist jetzt anstrengender, die Auftritte sind anstrengender geworden, man muss viel mehr singen, weil natürlich alle Parts von uns beiden übernommen werden. Also, auf der Bühne ist es doch der stärkste Unterschied, neben dann natürlich der privaten Zeit, die man auch verbracht hat, ist auf der Bühne, müssen wir uns da schon nochmal dran gewöhnen gerade, Ja, ne? genau. Es ist auf jeden Fall eine große Umstellung. Soll es dann jetzt erstmal im Duo so weitergehen oder könnte es passieren, dass er doch wieder einen dritten Mann nochmal dazu bekommt? Oder vielleicht kommt gar der Ruben irgendwann vielleicht doch wieder zurück, wer weiß? Also aktuell können wir uns nicht vorstellen, jemand Neues in die Band aufzunehmen. Also wir finden die Konstellation zu zweit gut. Wenn Ruben sich nochmal irgendwann umentscheiden sollte und sagen sollte, du, ich möchte wieder zurück nach Deutschland, ist er jederzeit herzlich willkommen. Ja, das ist doch ganz gut. Wie haben es denn die Fans aufgenommen, dass er nicht mehr dazugehört? Ja, schon. Es war schon ziemlich emotional. Also wir haben das den Fanclub-Leitungen natürlich zuerst gesagt. Ja, das war sehr tränenreich. Also wir haben alle ein bisschen die Tränen vergossen, weil wir jetzt doch eine lange Zeit zusammen waren. Und ja, das ist fehlt. Also es ist, man schweißt da natürlich auch zusammen und wenn dann einfach so ein Stück wegbricht, dann ja, ist das natürlich auch emotional. Definitiv, klar. Wie lange gibt es denn eigentlich Zeitflug jetzt schon? Ich meine, wie gesagt, wir kennen uns jetzt auch so durch die Corona-Zeit eigentlich. 4, 5 Jahre gibt es, glaube ich, ein Jubiläum irgendwann, oder ist da was in Planung? Genau, also Zeitflug gibt es eigentlich schon seit 2015, also 9 Jahre mittlerweile. Okay. Also wir haben als richtig junge Hüpfer angefangen und jetzt sind wir eher so schon Senioren, Genau, im Schlagersenioren. Nein, also es ist wirklich, genau, wir haben eigentlich, also wir sind ja noch dann später erst richtig mit der Single rausgekommen, ne? Also die ersten Jahre haben wir erstmal ja noch keine Singles veröffentlicht, aber kennen tun wir uns jetzt schon seit 9 Jahren und Zeitflug gibt es eigentlich auch seitdem an die Öffentlichkeit gegangen. Richtig sind wir dann aber erst, ja, 2017, 18, ne? Mit der ersten Also Single. 2016 haben wir mit den ersten Auftritten angefangen Genau, und 18 kam, glaube ich, die erste Single oder genau. 17. Genau. Und mit Ruben waren es ja dann 5 Jahre. Ja, gut, dann, wie gesagt, dann habt ihr ja wieder ein bisschen was zu feiern, sozusagen. Kleines Jubiläum. Wie feiert man da was oder wird da was unternommen? 5 Jahre, Haben wir zehn noch gar Jahre? nicht, haben wir noch gar nicht drüber Da haben wir nachgedacht, noch gar dass nicht drüber. wir, Wir hatten Fünfjähriges mit Ruben, haben wir ein bisschen gefeiert, aber dann haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. also Also. nächstes Jahr wirklich ein Jahrzehnt Zeitflug im Prinzip, Ja. da haben wir uns noch gar keine Gedanken zu gemacht. Ja, dann wird's Zeit, dann wird's Zeit. Also das Jahr 2025 liegt euch sozusagen zu Füßen dann, ne? Ja. Mal schauen, aber jetzt erstmal die neue Single. Und Genau. erstmal die ist jetzt erstmal für uns natürlich am interessantesten. Ja. Ja. Genau. Singles produzieren, beziehungsweise ein Album produzieren, das macht man, glaube ich, heutzutage nicht mehr ganz so. Also, wir sind immer von Single zu Single. Wie sieht es da bei euch aus?
für die weitere Zeit. Wir haben ja ein Album veröffentlicht vor 2 Jahren, das war auch ein großer Traum. Ja. Bin ich auch immer noch super happy, dass wir das gemacht haben. Und natürlich, es werden ja noch Alben veröffentlicht, so ist es jetzt nicht. Aber für uns ist gerade aktuell, glaube ich, nicht kein Thema. Also wir werden jetzt erstmal einzelne Singles machen. Genau. Ja. Sehr schön. Und irgendwelche TV-Auftritte, ist da was in Planung? Meist wird ja zwar doch auch immer ein bisschen dünner der Markt, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, beim Fasching, bei dem Karneval in Hessen, da seid ihr, glaube ich, ganz gut immer mit dabei, ne? So, da dürfen wir noch nicht drüber sprechen. Also es sind natürlich Dinge im Gespräch, aber was da jetzt genau ist, also die, besonders im Fernsehen, da wird ja viel immer so geheim gehalten, bis zur letzten Minute. Und deshalb, da dürfen wir uns noch gar nicht zu äußern. Okay. Aber wer weiß. Ja. Aber ihr gebt es ja rechtzeitig bekannt dann auf euren Social-Media-Kanälen. Auf jeden Fall. Ganz klar. Ja, da wünschen wir auf alle Fälle euch viel, viel Erfolg, auch im Duo. Mein Schwarz-Weiß, das passt ja auch gut. Ist das vielleicht dann so ein neues Bühnenoutfit? Vor allen Dingen auch Dennis, dunkle Haare und ja, das wird ja gut passen. Also ja. ich hab so ein bisschen diesen, wie nennt man das? Ich habe das ins Netz gelegt, das Osterei sozusagen. Nein, ich habe so ein bisschen, diese Idee habe ich so ein bisschen gehabt. Ich finde es eigentlich ganz cool gerade so. Mhm. Vielleicht tauschen wir auch mal, dass ich mal weiß und du schwarz. Ja. Also ich finde es gerade für die neue Single ist das jetzt so ein bisschen unser Look auf jeden Fall. Ja, ja klar, muss man. Ja, unschuld weiß und ich natürlich schwarz wie meine Seele, das passt ja auch. Genau. Wir spielen damit auch so ein bisschen seinen Charakter wieder. Genau, nein, nee, kommt gut, genau. Also, wie gesagt, wenn man auch mal hier in den Süden der Republik kommt, dann bitte gerne mal melden. Ich habe im Vorfeld ja mit Dennis, glaube ich, schon gesprochen. Irgendwas war in Augsburg, glaube ich, in der Pipeline eventuell. Ne? Ja, das stimmt. Im November sind wir in Augsburg, genau. Ja. Also, wenn du da was Genaues weißt, gib Bescheid. Dann können wir uns ja vielleicht mal endlich mal live sehen. Also nicht, dass ihr meint, ich wäre vielleicht nur KI oder so. Nee, gar nicht. Das weiß man ja heutzutage nicht mehr. So ist es, ganz genau. Nee, weil ich sage, wir haben uns eigentlich bislang immer nur hier über Webcam und so getroffen. Und so persönlich, das steht noch aus. Das stimmt. Ich sag dir da auf jeden Fall nochmal Bescheid, was das genau damit auf sich hat. Sehr schön. Ja, also dann, wie gesagt, der Herbst. Wie werdet ihr doch ein bisschen so durch den Herbst kommen? Was sind so da eure Rituale? Oder mein Halloween ist ja dann auch wieder ein Thema vielleicht oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Wie feiert ihr das? Also ich, den Herbst feiere ich, also Halloween feiere ich so ein bisschen. Aber worauf ich mich besonders freue, ist die Weihnachtszeit. Also ich habe mir auch dieses Jahr geschworen, schon wirklich Anfang November mit der Dekoration anzufangen. Okay. Ich meine, in den Supermärkten sind ja wirklich schon wieder die ersten Süßigkeiten da. Lebkuchen, Stollen ja, und Spekulatius und was auch immer. Ja. Finde ich immer ein bisschen zu früh. Wie sieht es bei dir aus, Dennis, so? Ich finde den Herbst eigentlich, ja, also wenn man sich dann einmal darauf eingelassen hat, dass es jetzt Herbst wird, das hat ja auch immer so ein bisschen was Melancholisches, ne? Der Sommer geht, alles verblüht so ein bisschen, das ist immer, finde ich, auch ein bisschen so eine melancholische Zeit, aber ich mag es eigentlich auch, wenn man so schön spazieren gehen durch den Wald, den Herbst auch vielleicht so ein bisschen leben, ne? Kultivieren mit einer Kürbissuppe. Ja, stimmt. Und also eigentlich ist es auch eine schöne Zeit, aber ich fand irgendwie, der Sommer war kurz. Ja, sehr kurz, also nicht vorhanden eigentlich. Also gefühlt war es kein richtiger Sommer. Ja. Stimmt, also es gab ja auch wettertechnisch alle möglichen Kapriolen da, ne? Von heiß bis Unwetter und alles mögliche, Hochwasser. Ja, wirklich. Also, das sind so die Problematiken, die wir immer mehr und mehr mit uns bekommen da. Ne? Oftmals fallen ja dann wegen Wetter und wegen Hochwasser auch manche Konzerte wieder aus. Habt ihr da auch schon Erfahrung gesammelt, dass irgendwas nicht stattgefunden hat aufgrund Wettersituation? Ich glaube nicht, oder? Ja, wir haben immer durchgezogen. Ja, also ich glaube. Letztes Jahr ein Auftritt, der sowas von ins Wasser gefallen, in Recklinghausen, der. Ach ja. Also da hat es so geregnet, also wirklich, das war schrecklich. Also war ein Outdoor-Auftritt. Ja, wir waren auch hinterher klitschen lassen, weil also auf die Bühne ist das draufgeschmutzt. Genau. Aber das bisher haben wir, glaube ich, immer durchgezogen. Ja.
Ja, das muss ja eigentlich so ein Künstler da, was der alles durchhalten muss, das ist Wahnsinn. Genauso auch beim Fußball, ne, zum Teil wieder, wenn sie da, den hat man sie auch teilweise gesehen, ne, wo es dann wolkenbruchartig runtergemacht hat. Ja. Und unterbrochen werden musste. Naja, gut, klar, das sind halt so Extreme, die haben wir leider nicht in der Hand, die müssen wir nehmen, wie es kommt. Vielleicht können wir genau ein Stück weit aufhalten, aber ich glaube, ganz ausschließen wird man es nie können. Ne? Nein, ja. Gerade Outdoor natürlich, ja. Aber wie gesagt, wenn man wieder live raus darf, ich denke mal, das ist doch heutzutage doch, glaube ich, das meiste, am meisten wert, wieder das Publikum live zu sehen und nicht mehr so die Outdoor-Geschichten oder beziehungsweise Auto oder sonst was. Genau. Ja. Natürlich, also live zu spielen, auch Outdoor- oder Open-Air-Geschichten, das ist natürlich was ganz Tolles. Also, ja. Genau. Was war so euer größter Auftritt bislang, den ihr so erlebt habt in den gemeinsamen Trio sozusagen? Ne? Also immer wieder sonntags war natürlich einer der größten Auftritte. Da waren wir, also hatten wir ein Millionenpublikum vorm Fernseher quasi. Mhm. Die Menschen, die wir dann wirklich auch gesehen haben beim Auftritt, das war, glaube ich, auf Gran Canaria. Genau. Stimmt. Genau, da sind wir auf Gran Canaria aufgetreten und da waren 6.000-7.000 Leute vor der Bühne ungefähr. Ja. Okay. Cologne Pride war natürlich auch groß. Genau, Cologne Pride. Wir hatten schon einige große Auftritte. Ich wüsste jetzt nicht, was der größte überhaupt war, aber auf jeden Fall Gran Canaria war einer der größten. Oh. Okay. Wenn irgendwann mal Hallenstadien kommen und so, oder Stadien, dann sagen wir Bescheid. Dann habt ihr es geschafft, dann, ne? Genau. Aber ich denke mal, jedes Konzert hat wieder irgendwas Spezielles, auch wenn es dann nur mal wieder so ein kleines Familienkonzert ist, ist vielleicht manchmal auch ganz interessant, oder? Ja, haben wir ja auch schon gehabt. Wir haben ja Zeitflug and Friends gemacht, ne? Genau. Mit Künstlerkollegen, das haben wir zweimal gemacht. Vielleicht machen wir das nochmal. Das war auf jeden Fall auch was Schönes, ja. Genau. Und wir haben auch schon ganz kleine Sachen gemacht, wirklich. Stimmt. Wo wir dann in so einem relativ kleinen Rahmen waren, nur 50 Leute oder sowas. Das war auch dann ganz gemütlich. Mhm. Auch zur Weihnachtszeit teilweise. Ja. Ja, genau. Seid ihr auf Weihnachtsmärkten irgendwo anzutreffen? Ist da auch was geplant? Wir haben Weihnachtsauftritt in, wo ist das nochmal? Weiß ich, ist das gerade auch Trier? Ja, kann sein, dass Trier ist. Ja. Das ist aber kein richtiger Weihnachtsmarkt. Also Weihnachtsmarkt, mal gucken, vielleicht kommt da noch was. Genau. Bisher sind wir noch auf keinem richtigen Weihnachtsmarkt. Okay. Nur ganz sehr kurz, mein Akku ist gleich leer. Ja, wir sind bei 3%, deswegen. Wir sind bei 3%. Alles klar. Gut, nee, wir haben es dann auch soweit schon. Also wie gesagt, alles weitere Wissenswerte nachschauen auf der Homepage entsprechend oder beziehungsweise auf den Social-Media-Kanälen. Die blenden wir natürlich nochmal ein. Instagram, YouTube, wo seid ihr? Facebook? Einfach Zeitflug eingeben, ne? Ganz genau. Ja. Sehr gut. Okay, dann sage ich recht herzlichen Dank, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt und uns ein bisschen wieder habt teilhaben lassen, was es Neues gibt bei Zeitflug. Und wie gesagt, wenn ihr wieder was Neues habt, einfach melden. Wir bleiben dran. Machen wir. Du hast gesehen, ich verfolge euch nach wie vor. Also von daher. Das passt. Alles Gute vielen euch. Dank. Eine schöne Zeit, schöne Herbstzeit und bis ganz bald. Dir auch, Dankeschön. Ciao. Tschüss. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.